So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Simulator 2. Ich habe hier eben eine Pause gemacht, wie man sieht. Denn wir brauchen einen neuen Auftrag. Und den wollte ich natürlich nicht müde beginnen. So. Ja, wird wohl wahrscheinlich eine Nachtfahrt, soweit ich das sehe. Aber muss ja auch mal dabei sein, ne? Wie gesagt, gerade habe ich noch geschlafen jetzt. Eben, damit wir jetzt ausgeschlafen diesen Auftrag annehmen können. Und in dem Fall reiße ich jetzt auch gleich das Thema an. Sobald wir hier den Auftrag angenommen haben, nach Prag. So. Also, mein Thema, das ich in einem anderen Let's Play, muss ich ja zugeben, mitbekommen habe, und zwar vom Sachsen Let's Play, wer den nicht kennt, ich glaube. Ich habe ihn schon auf meiner Kanalseite hinzugefügt, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn nicht, dann sucht einfach mal nach ihm. Sachsen Let's Play, ein cooler Typ, macht auch Eurotruck Simulator und viele andere Simulatoren, Landwirtschaftssimulator und unter anderem auch. Und lustiger Typ, denn genau in seinem Eurotruck Simulator Let's Play ist mit durch ihm eigentlich die jetzt zu diesem Thema gekommen. Er hat es halt auch behandelt, nur ein wenig anders, als ich es jetzt machen werde. Und zwar aktuelle Spiele und ihre Preise. Ne? Also, und vor allem was dann das illegale Besorgen von solchen Spielen betrifft, ne? Das gibt es ja auch. Jo. Jetzt ist die Frage, weil ich schon die ganze Zeit da drum rede, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da sagen wollte. Jo. Wartet mal kurz, ich habe es ja glücklicherweise hier aufgeschrieben. Ich darf hier nur nichts vergessen, auf die Straße zu schauen. Genau. Eben, wie gesagt, danke nochmal Herr Sachsen Let's Play für die Inspiration. Ja. Aktuelle Spiele, ne, sind ja nicht gerade billig. Wir sind jetzt hier mittlerweile teilweise Hoch-Euro-Bereich, das, wenn ein Spiel neu für die PlayStation rauskommt, kostet es ja, glaube ich, aktuell ja, 70 Euro mindestens. Und auch für den PCs kosten die Spiele das, also 70 vielleicht nicht, aber 60 mindestens, ne? Und mich würde interessieren, was ihr davon haltet, von solchen hohen Preisen, weil wenig Geld ist es ja auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich mehr darüber reden, aber durch das, dass ich so lange aufgeschoben habe, weiß ich nicht mehr so recht, was ich darüber reden wollte. Ja. Es gibt ja dann auch die Möglichkeit, rein theoretisch sich die Spiele auf anderem Weg zu holen. Und Sachsen Let's Play hat da eigentlich drei Typen genannt, die sich's holen, weil sie sich's nicht leisten können, also die sich's runterladen, weil sie sich nicht leisten können. Dann die es vorher testen wollen, hoppsala, bevor sie sich's kaufen. Und dann die es einfach nur runterladen, weil sie es gratis runterladen können. Ja. Wenn ich zu einer der Kategorie gehören würde, dann zu denen, die sich's runterladen, um es anzutesten. Gehe ich ganz offen und ehrlich zu. Habe ich auch früher gemacht, aber eben seit ich jetzt endlich Steam habe, hat sich das für mich erledigt. Denn warum sollte ich mir irgendwas runterladen, wenn ich sie auf Steam auch bekommen kann? Und dann kann ich vor allem alle Features ausnutzen. Ne? Da kann ich hier im Eurotruck Simulator eben die DLCs direkt über Steam holen. Ich kann online spielen, wenn ich es möchte, wobei das gleich auch mit der gecrackten Version geht. Ja.
Call of Duty wäre zum Beispiel so ein Spiel, das ich mir vorher runterladen würde, bevor ich es mir kaufe. Wobei sich das auch erledigt hat, denn bei Call of Duty hast du ja immer das Gleiche. Soll jetzt kein Hate werden, ich spiele natürlich auch Call of Duty gern. Hab's zumindest früher mal gespielt. Genauso wie Battlefield. Nur ist Call of Duty eben das Spiel, das für Multiplayer ausgelegt ist, mehr für Multiplayer ausgelegt ist, und ich gebe ein wenig Gas hier. Und Battlefield ist halt das, was mehr auf Story ausgelegt ist. Was ich halt schade finde, denn auch in Call of Duty, denke ich mal, könnte man eine schönere Story haben, aber das ist jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Teilen immer eigentlich das Gleiche. Leider. Naja, gut. Battlefield auf der anderen Seite ist dafür eben nicht so für Multiplayer geeignet. Soweit ich zumindest weiß, ist halt schon ewig her, dass ich eins der beiden gespielt habe. Jo, und bei Call of Duty ist es eben so für ja immer wieder das Gleiche, soll man 70 Uhr rausgehen, ne? Da kann man natürlich verstehen, dass es Leute gibt, die sich dann, ja, einfach so runterladen, um eben irgendwas damit zu machen können, haben dann auch das Problem, dass sie eben durch diese Cracks nicht immer online spielen können. Und da ich ja im EDV-Sektor ausgebildet wurde, weiß ich auch, was man mit den Cracks machen kann. Da ist jetzt nicht nur das Spiel gratis dabei, sondern auch gratis dabei, dass die Daten von dir mitgesendet werden, die du so oft in einem Rechner hast. Natürlich nicht bei jeder Cracking-Community, aber es gibt dann doch die ein oder andere, die das macht, ne? Sollte man also auch immer vor Augen haben, dass wenn man sich einen Crack runterlädt, es durchaus auch passieren kann, dass da ein Virusbundle mit dabei ist, ne? Nur mal, um da den Denkanstoß zu geben. Ja, wie gesagt, ich bin ja im EDV-Sektor auch ausgebildet worden, arbeite jetzt ja als Softwareentwickler. Softwareentwickler, ich muss mir angewöhnen, hier alles klar auszusprechen, denn das neue Headset filtert dann, wenn man Kacke reinredet, ne? Also nicht von der von dem Dings her, nicht wegen der Aussprache, sondern wegen des Dialekts, sage ich jetzt mal, der einfach bei mir die Wörter teilweise ziemlich verschleift, ne? Hört man, denke ich, zumindest auch raus. Ich weiß ja nicht, ich schaue mir die Videos ja selbst nicht an, dafür, dass die Zeit bei mir zu kurz ist. So. Na komm. Da steht 80. Genau. Ich fahre zwar. Also eigentlich sollte man 50 fahren, aber wenn da eine Tafel steht mit 80, alter Schwede, der ist noch bei Gelb rübergefahren, habt ihr das gesehen? Dann denke ich auch, können wir ruhig 80 fahren. Da vorne müssen wir links abbiegen, soweit ich das sehe, gell? Jo. Sind auch noch ein ganzes Zeitlichen hier. Unterwegs, soweit ich das sehe. Fahren mal rüber. Ah ja, jetzt ist auch hier Tempo 80, sehr schön. Fahren mal ohne Tempomat. Denn da müssen wir vorne wieder bremsen, seit ich das sehe. Wo fahren wir eigentlich hin, hat sich das so gemerkt? Ich glaube nach Prag, ne? Ich glaube Prag. Hoffe ich jetzt mal. Nicht, dass ich da, hoppsala, wieder einen Blödsinn erzähle. Vorsichtig, ich biege hier ab, ne? Hoppsala. Also wieder leicht schnell genug hier für diese Kurve. Sehr schön beschleunigt er wieder hier. Unser LKW sind jetzt 10 Minuten noch, dann gleich wieder auf Achse. Haben aber noch ein großes Stück hier vor uns, sehe ich gerade. Wird wohl eine längere Episode werden. Wird aber euch, ja, wahrscheinlich freuen, ne? Sofern der Euro Truck Simulator hier überhaupt geschaut wird, ich weiß es gar nicht, habe der. Ich schaue gar nicht so auf die Vielzahlen, ich würde mich zwar immer mal wieder über einen Kommentar freuen, aber ja.
Ihr seid ja nicht gerade die Kommentierfreudigsten. Weder bei Minecraft Let's Play noch hier. Auch, ja gut, ich habe auch nicht übertrieben vielen Views drauf. Ihr könnt ja mal ein bisschen die Wirbeltrommel für mich rühren und mal den einen Bekannten Bescheid geben oder so. Dass mich hier auch hier gibt, als Let's Player. Wie gesagt, über den ein oder anderen Kommentar würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch über den ein oder anderen View, der mehr auf dem Kanal ist. Muss aber nicht sein, ne? Ich würde mich nur freuen. Ja. Gut, 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 gut. Ja, ich werde auch demnächst mehr wahrscheinlich im Let's Play Forum aktiv werden. Vielleicht dadurch dann einige Views werden sehen. Wäre cool. Ich würde mich ja mehr über mehr. Ich würde mich ja über. So. Muss man das ausdrücken? Ich würde mich ja sehr freuen über mehr Interaktionen mit dem Kanal hier. Dann wüsste ich wenigstens, ob ich hier einen Vollscheiß mache oder ob es doch jemand anschaut. Naja. Eine Ehre. Schau mal wieder das Fernlicht ein hier. Können wir ja. Und ich werde gleich nochmal einen Schluck trinken. Denn langsam wird mein Mund wirklich trocken, kommt mir vor. Ich sollte dann auch mal nachschauen, ob die Folgen hier überhaupt aufgenommen werden. Sonst kann ich mir nämlich hier in den Arsch beißen am besten. So. Rein theoretisch blenden wir dem da vorne noch nicht, deswegen lasse ich jetzt mal aufgeblendet. Aber jetzt wird es dann kritisch, hoppsala. Er geht ganz gut eigentlich hier, der Volvo. Der FH16 Classic. Haben wir ja doch was Gutes gekauft. Aber sobald wir Level 10 sind, müssen wir ja schauen, dass wir den Globetrotter bekommen, ne? Hätte ich mich fast jetzt angeschüttet. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel, aber was soll's. Sehr glücklicherweise ist sich ausgekommen, dass ich es nicht tue. Ja, gut, überhaupt mal denn. Wie gesagt, der geht ja doch gut. Unser LKW, als erster LKW geht er wirklich gut. Da bin ich in meiner Eurotruck-Simulator-Karriere schon schlechter gefahren. Gut. Ja, was soll ich jetzt reden? Was soll ich reden? Einen der beiden Fahrer haben wir schon eingestellt, den ich gerne einstellen würde. Wenn das gilt für einen weiteren LKW. Naja, vielleicht finden wir jetzt irgendwo noch eine Arbeitsagentur, das schauen wir nochmal. Just in Time war der jetzt, den wir eingestellt haben, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Oder war das der Fernfahrer? Oh, ist da vorne eine Baustelle? Nee. Nur ein Trenner in der Mitte. Alter Schwede, ist echt hell und zwar aufblendlicht. Bam, 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 bam. Ja, ich denke, 100 können wir durchaus fahren. Ist jetzt nicht so kritisch. Eine Tankstelle braucht man noch nicht. Oh, und im Game verändert sich die Tankanzeige auch. Der Zeiger, also, den habe ich gemeint. Sehr gut, das heißt, ich kann auf den schauen. Anstatt hier immer durchzuschalten. Keine 100 Kilometer sind wir noch vom Ziel entfernt. Also eine gute Ingame-Stunde werden wir noch unterwegs sein. Circa zumindest. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, auf Autobahnen war die Umrechnung eine echt Minute, sind 2 Ingame-Minuten. Glaube ich zumindest jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, da fahren wir runter Richtung Nürnberg. Ja, genau. Fahr nur deine 40. Wir wollen ja hier weiterkommen. Hoppala. Es war dann doch ein wenig schnell vielleicht sogar. Aber hat nur der LKW was abbekommen, den reparieren wir dann bei der nächsten Gelegenheit. So, dann lass mal wieder den Tempomat beschleunigen. Der kann das ja mittlerweile coolerweise. 67 Kilometer noch. Sind wir dann auch bald da, ne? Und ich sehe gerade in-game, wir sind fast schon. Wartet mal. Was sind wir jetzt schon gefahren mit dem LKW? 720 Kilometer ist ja Wahnsinn. Seit wann jetzt haben? Ach so, ja, im Ort dann Gas geben, ne? Also, ja. Wie auch immer. Da hängt es gerade unser Navi, kommt mir voraus. Oh, das ist einfach nur so, weil die Straße hier so breit, also so groß ist, es dürfte eine Brücke sein. So, danke sehr fürs Reinlassen, denn hier sieht man es wieder. Ja, von mir aus sind wir halt ein bisschen zu schnell gefahren. km/h, das macht doch nichts. So genau sind die Geräte ja gar nicht. Haha. Schon wär's. In-game zumindest. Gut, 30 Kilometer noch. Fahren wir eh schon bald ab. Hier noch nicht, aber da vorne dann. Wir sind eh schon, alter Schwede, wir sind schon bei 17,5 Minuten Aufnahme hier. Beziehungsweise gleich dann 18,5, ne? So, dann gehen wir vom Gas runter. Prag, wir sind in Prag. So, 50 dürfen wir fahren. Und zwar biegen wir hier ab Richtung Frankfurt. Ui, das ist sich sehr knapp ausgegangen. Da sieht man mal wieder meine Skills hier. Nein, wir fahren nicht nach Frankfurt, wir fahren ins Zentrum von Prag rein. Hallo, Mr. Kollege. Ja, das war doch knapp, als ich mir gedacht habe. Gut, dass der LKW sowieso schon Schaden hat, ist eh schon egal. Da vorne dürfte eh wieder irgendwas sein, zumindest ist ein Fragezeichen angezeigt. Wir werden gleich erfahren, was es ist. Es ist nur die Frage. Müssen wir da rein? Ne, da vorne beim Sellplan. Da sellen wir uns ein Plan, ne? So. Das ist ja auch kackeng hier. Oh, eine Arbeitsagentur ist das. So. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich schaue nur kurz. Gut, Level 7 noch immer. Bis dann.